Heute gibt es ein bisschen Poolbillard und auch Snooker auf der Quest. Ich freue mich, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Ihr Shotfeuerweiz, ich bin's, der Sascha, und heute schaue ich für euch in Quest 2. Ich hoffe, man spricht es so aus. Es ist ein unmögliches Wort, muss ich gestehen. Und ihr findet das Spiel für 9,99 € im Apple App Store. Es ist, wie gesagt, Poolbillard, 8-Ball UK, 8-Ball normal, 9-Ball und auch Snooker. Das Ganze könnt ihr gegen die CPU spielen, also alleine oder auch im Multiplayer. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil Billard-Simulationen sind sehr, sehr rar auf der Quest, aber auch sehr gefragt. Ja, ich werde jetzt mal in den Poolbillard-Raum verschwinden und mir das Ding mal für euch anschauen. Welcome to QS2. This is free play. Use your left thumbstick to move, and your right thumbstick to rotate, and move up and down. Feel free to really explore the space. Okay, so Leute, was für ein Einstand. So, ich werde hier direkt begrüßt, was ich machen kann. Ich kann mich hier bewegen und ich kann mich hier drehen und auch die Höhe ändern. Also mit dem rechten Drehen hoch, runter ist leider nur Snap. Und dann schauen wir mal, hier sind so ein paar Arcade-Automaten, ne? Guck mal, der Bus Racer, okay. Es ist optisch ein bisschen unscharf, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier steht was und das kann ich überhaupt nicht lesen. So, jump when you need, okay, da muss man ganz nah dran, dann kann man es sehen. Ich habe keine Optionen, ich habe gar nichts jetzt hier, ne? Ich drücke mal Menü, es tut sich nichts. Ich drücke mal, ah, guck mal hier, Leute, tut sich was. Okay, wenn ich jetzt hier Online-Play, Local-Play, also linker Stick, X drücken, kriege ich dieses Menü hier, ne? Warum zeige ich euch das auch nicht in die Kamera? So, Online-Play, Scroll-Up, Scroll-Down, okay. Und, ah, guckt mal hier, Leute, wenn ich jetzt Y drücke, also nur einmal drücken, nicht festhalten. So, Line-Up-Shoot, Steady-Q, das ist schön scharf, das gefällt mir. Show-Right-Keypad for Online, Show-Hide-Controls. Show Left Keypad for Local Play, Show Hide, okay, ja, dasselbe. Hold Q, Move Q ist mit den, was ist das, Trigger, Move Player hatten wir schon, Rotate View, or Move, okay. So, jetzt gehen wir erstmal in die Optionen, ich guck mal, wie das hier geht. Ah, klack. So, Voice Off, Voice On, ist natürlich bei Local Play ein bisschen, ja, blöd, ne, ist egal. So, ich habe kein Smooth, oder? Ne, Radio Off. Play Next. Of olive oil must be offered with every 20 pounds of grain. Okay, wir haben hier ein Radio. Ich habe das mal wieder ausgemacht. So, Attic, was? Attic Q, Normal Q, Novice Q, Jump Q. Machen wir nochmal. So, Match. Wir können spielen. 9 Ball, 8 Ball, UK 8 Ball, Snooker, Free Play versus me versus CPU versus Demo. Versus me? Ich kann gegen mich selber spielen, Leute. Geil. CPU Demo, Best of 3, Best of 5. Okay, was haben wir da? Table, Feld, Metal, Base. Dann können wir die ganzen Typen hier einstellen. Okay, das war dann das Menü dafür. So, jetzt gucken wir mal hier. Invites, Room, Friends, Options. Nix. Okay. Room, Chat. Könnt ihr alles ein- und ausschalten, wenn ihr möchtet. Invites, Friends. Ist keiner da, der das Spiel auch hat. Okay. So, ihr könnt es, wie gesagt, online spielen oder gegen die CPU. So, also wie gesagt, kein Smooth Turn. Finde ich natürlich ein bisschen schade, gerade bei Billard. So, ich mache das Ganze mal so ein bisschen, ne? Hier ist so ein Glanz drauf. Also der Tisch sieht gar nicht so schlecht aus. Die Kugel hat auch einen Glanz. Das sieht auch okay aus. Wenn ich mich aber bewege, dann ziehen die Kugeln so ein bisschen nach. Ich kann aber in den Tisch rein. Und auch hier ist ganz viel Glanz drauf. Also die Kugeln sehen cool aus, das muss ich sagen. Aber wenn ich mich jetzt so bewege, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, dann ziehen die Kugeln unheimlich nach. Der Tisch übrigens auch. Das finde ich jetzt nicht ganz so krachermäßig. Okay, so, ich habe hier so Puppenhände, ne? Voll Plastik, Leute. So, einen Körper habe ich nicht, aber Arme, auch das ist alles so Plastik-like. Okay, so, jetzt schauen wir nochmal. Okay, das gucke ich mir dann gleich nochmal an. Und dann würde ich sagen, Match, ne, genau. So, wir machen einfach mal klassisch 8-Ball gegen die CPU. Und Best of 3. Ich will aber nur ein Spiel machen, Leute, ist egal. Und dann machen wir mal Start und gucken, was passiert.
Player 2 to break. Okay, also das läuft auf jeden Fall flüssig, wenn die Kugeln sich bewegen. Das ist schon ganz cool. Und darf ich jetzt auch? Ja, wann darf ich denn? Ach so, der hat ja da was gemacht, ne? Okay. CPU Level 20. Wieso Level 20? Ich will hier Level gegen 1 spielen. Der ist so gut, ich komme gar nicht zum Zuge, Leute. Was ist denn hier? Darf ich jetzt auch? Jetzt darf ich? Okay, ich habe aber keinen Kö. Ah, ich muss das einfach mit dem Trigger, guck mal. Der ist falsch rum, ne? Okay. Ah, so rum. Okay, sonst muss ich nochmal gucken, wie das geht. Line up, shoot, steady cue, show height, rotate, move, Köball, show next balls, rotate, view, show right. Kann ich das irgendwie hier nicht so sperren? Nee, ne? Ich guck mal. Nee, also die ganzen Knöpfe sind ja... Okay, ah, ne? So? Oh, ist ein bisschen komisch, egal. So, was habe ich überhaupt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, Leute. Ach so, da steht Stripes. Okay, ich habe die... Aber dass das nachzieht, wenn ich mich bewege, das finde ich echt ein bisschen blöde. So, ich guck mal. Also ich kann jetzt irgendwie den Ball aber nicht fixieren, oder? Ah, jetzt kann ich mir... Ah, das sind... Ich habe jetzt den Trigger gedrückt und zeigt er mir an, welche meine sind. Okay. Und wenn ich jetzt hier den Trigger drücke, dann... Aber ich kann nicht den Kö irgendwie fest... Position, ah, jetzt doch, ah, mit der Grifftaste, okay. Dann zeigt er mir auch an, wo ich jetzt hier gleich treffen würde, okay. Also Grifftaste links, okay. Es ist aber ein bisschen fuckelig, muss ich sagen. Okay. Habt ihr das gesehen, wie der gesprungen ist? Also die Kugeln selber, wenn sie rollen, dann rollen sie fluffig. Also das muss ich sagen. Es ist nur nach, es zieht nur nach, wenn ich mich selber bewege. Ne? Also optisch ist das schon ganz cool. Das gefällt mir. Okay, der zieht mich hier voll ab. Aber wenn ich so ein bisschen weiter wegstehe, dann wirken die Kugeln so ganz leicht unscharf, muss ich sagen. Also ein bisschen unruhige Kanten. Ja. Nicht viel, aber so ein bisschen. Was fault? Ich habe nichts gemacht. Darf ich? Okay. Also so gefällt es mir eigentlich, ne? Player one. So, ich habe wieder die halben. Ich habe noch gar nichts gemacht hier. Okay. Machen wir ein bisschen höher hier, so, genau. Da treffe ich nichts. Hä? Okay, das könnte klappen, ne? Ne. Boah, sind die Kugeln schnell, Leute. So. Ob das hier alles physikalisch korrekt ist, kann ich euch leider nicht sagen. Player 2. Ja, Player 2. Das war nix. Was genauso blöde wie ich oder auch nicht. Okay. Aber wie kann ich denn den Level einstellen hier? Das ist ja Level 20. Man kann hier übrigens, wie gesagt, auch ein Radio einstellen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was der da spielt. Wegen YouTube Musik. Ihr wisst das schon, hier wird mein Video gesperrt, nur weil ich dann ein so ein Lied aus Versehen erwische. Was ich nicht zeigen darf oder was ihr nicht hören dürft und... So, da war doch gerade was. Nee. So, Mama. So, das sieht gut aus, ne? Was war das denn? Ich hab... Ah, Leute, der hat den Kö noch mal berührt. Habt ihr das gesehen? Ihr müsst ihr wirklich zurückziehen, okay. Ja, ist okay. Foul. Ja, weiß ich. Ja, ganz groß da. Faul. Ja, 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 ja. Okay. Illegal. Ball hit first. Okay. Was ist denn jetzt hier mit dem Computer? Der Ball ist weg. Der darf nie mehr. Hallo? Was ist denn jetzt? Hallo? Ist vorbei? Es ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht, Leute. Ich spiele einfach mal, ne? Foul. Was denn? Okay, das geht auch. Also ihr könnt einfach irgendwie was spielen. Jetzt habe ich den Computer hier verwirrt. Player 2. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, Leute. So. Ich habe ein bisschen geschummelt. So. Aber ganz schön schnell die Bälle hier unterwegs. Oder Kugeln, ne? Das sind ja keine Bälle. So. Also es hat was, ja? Das muss ich sagen. Player 1. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen, ja, so das eine oder andere fehlt mir so ein bisschen, ne? Dann gehen wir näher dran hier.
Kann ich das jetzt ja auch schon berühren, wenn ich jetzt nicht die Grifftaste? Ich probiere das mal, Leute, wenn ich jetzt nicht. Okay, ich habe berührt. Also, ihr dürft den... Foul. Player 2. Wieso faul? Ich habe ja gespielt in dem... Okay, habe ich gewonnen. Der hat die rote 8 versenkt. Die schwarze 8. Boah, ich bin völlig konfus hier, Leute. So. Player 1 wins the frame. Seht ihr, ich habe gewonnen. Obwohl ich scheiße gespielt habe, habe ich gewonnen. Okay, er haut hier ganz viele Kugeln rein. Was habe ich denn jetzt? Immer noch CPU-Level 20. Ist klar, wir spielen ja Best of 3. Player 2. Okay, Leute. So, was ist Player 2? Ich habe noch gar nichts gemacht. Der hat doch gefault. Wieso darf denn der nochmal? Okay. So. Also wie gesagt, so vom Spiel ist es cool. Das muss ich sagen. Aber es fehlt so ein bisschen was. Ne? So, drumherum ist nicht ganz so... Player 1. So, jetzt gucken wir nochmal hier mit der Musik. Komm, wir machen mal Musik, Leute. Ich muss hier... Das ist mir alles zu... So, Radio Play Next. Miles wide. And they must never set. Was spielt denn der da? Vom 2. bis 10. April ist wieder Glamour Shopping Week mit bis zu 50% Rabatt bei über 170 Brands. Genau. Hol dir die Shopping Card in der aktuellen Glamour oder in der Glamour App. Ja, holt euch die Shopping Card, Leute. Du bist wie eine Mauer. Nee, das ist ein normales Radio, ne? Okay, das lassen wir aus, weil ich echt nicht weiß, was der dann spielt. So, was muss ich dann machen? Die vollen, okay. Ach, falsch rum. So. Also ich darf jetzt vorher... Ach, das ist ja, die Weiße ist ja da hinten. Ich bin da bescheuert, ey. So, was hatte ich jetzt? Die vollen, ne? Genau. So, also ich darf das wirklich vorher nicht berühren. Ach, Grifftaste, ey. Was mache ich denn hier, ey? Also es spielt sich echt ein bisschen fuckelig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Geh doch mal hier was rein, ey. Nee, nicht die halbe. Ja. Ach, was Fall? Ich mache immer nur Fall. Das Einzige, was ich höre, ist Fall. Player 2. Ja, Player 2, mach mal. So, zack. So. Wie gesagt, hier auch der Rand hier von dem Tisch ist so leicht am Flimmern. Ne? Das macht so ein bisschen was kaputt, ne? Ganz ehrlich. Ich darf? Okay. So, was habe ich? Die vollen immer noch? Okay. Ich kann auch in den Tisch rein, ne? So, nee. Grifftaste, genau. So. Ich habe jetzt vor. Genau, den da oben rein. Foul. Ich vergesse immer den Kö wegzu. Ich muss einfach nur die Grifftaste eigentlich loslassen. Ich bin auch ein Depp, ey. Ja, ich gucke hier mal, was hier passiert. Ja, ich muss mir erstmal eingrooven. Ihr merkt das schon. Player 2. Mama. Also irgendwie ist das hier das Foulspiel. Ne? Der ist Level 20 und der kloppt immer die Kugeln falsch. Und den da hinten kriege ich aber rein. Habe ich überhaupt schon mal einen versenkt? Ich weiß das gar nicht. Was ist das denn? Ach, ich darf den jetzt bewegen, wenn ich möchte. Okay, möchte ich aber nicht. Das ist schon ganz cool so. So. So, Leute, ich habe richtig einen versenkt, so wie man das macht. Keep going, mal was Neues, ne? Das ist die 8, ne? Da sieht man echt scheiße von hinten. Also, wenn ich jetzt hier so stehe, also man sieht, dass das nicht schwarz ist da vorne. So ein Touch, was ist das da? Lila-Rot ist drin, das ist schwarz, aber es ist ja nicht ganz so einfach zu erkennen. Also, das muss man sagen. Also, leider ein bisschen unruhig, die Kugeln. Nicht viel, aber so ein bisschen, es stört so ein bisschen, ne? Also, schlecht zu erklären. Das Spiel selber ist nicht schlecht, aber... Da war doch ein Schatten an der Kugel. Warum habe ich die denn nicht getroffen? Foul. Achso, und loslassen, ne? Ich vergesse mal loszulassen, Leute. Foul. Ja. Player 2. Da war nix. Das war nix. Okay. Er hat noch 2 Kugeln. Ich habe 4. Player 1. Ja, Player 1. Da bin ich, ne? Genau. So. Ja, ich habe aber wenigstens mal was getroffen, auch wenn es die Weiße war da ins Loch, ne? Ja, toll. So. Ja, mach mal, komm. Ich will noch ein bisschen was anderes ausprobieren hier. Zack. Ja, so ein bisschen Optimierungsbedarf hat das Ding, das muss man sagen. Ob das jetzt physikalisch so richtig war, ne?
wo der die so angetitscht hat. Also ich weiß nicht. Also die Bälle oder die Kugeln, ich sag immer Bälle, springen dann doch sehr, ja, feste zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe verloren, ne? Player 2 wins the frame. Ja, darf ich jetzt Player mal? Two to break. Wieso darf der immer anfangen? Okay, so ein Match geht auf jeden Fall sehr schnell, ne? Das muss man sagen. Ja, dann mach mal. Ich habe hier sowieso nichts zu sagen. Aber das mit dem Level 20, das raff ich nicht, ehrlich. Ich will doch Level 1 spielen. Ich bin noch Anfänger. Blutiger Anfänger bin ich hier. Und so, darf ich jetzt auch? Das ist aber nett. So. Player 1. So. Ja, Player 1. Okay. So, der war drin. Und ich habe auch jetzt direkt mal den Kö zurückgezogen. Habt ihr gesehen, ne? Ha, jetzt habe ich nochmal. Das war doch cool. So. Nice going. Ah, nice going. Okay, so langsam wird's, ne, Leute? So. Ach Mann, der sollte doch eigentlich da in das Loch gehen. Egal. So. Ich weiß nicht, ob man im Video sieht, wenn ich mich so bewege, dass die Kugeln immer alle nachziehen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Also da ist echt noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber die Kugeln rutschen auch teilweise, habt ihr gesehen? Also das wirkt dann doch schon wieder, da wird es dann wieder real, sag ich mal, ne? Okay, so. Nee. Der war, da war doch ein Schatten an der Kugel, warum? Mann, faul. Ja, faul, du mal. Also ihr könnt auch andersrum spielen, wenn ihr möchtet. Ne? Hier so links. Ne? Also müsst ihr dann nur direkt die Grifftaste links drücken, ne? Oder Grifftaste rechts für die Rechts- und Linkshänder. Daran wird gedacht. Das finde ich ganz cool. Er hat die schwarze 8. Hätte sie jetzt mal versenken können. Ne? Aber dann müssen wir noch eine Runde spielen. Ne? Best of 3 ist das eh. Ne? Ja, Leute, ich würde sagen, komm, wir gucken mal. Ich gucke jetzt mal hier ins Menü. Sonst spielen wir das ja ewig. So, Table. Wir machen jetzt, was haben wir denn? Raw Metal Type. Machen wir Metal Type 7, irgendwas, okay. So, Match 8 Ball versus CPU. Aber ich kann da echt nicht einstellen, was für ein Level, ne? Okay, machen wir hier Novice. Das ist, glaube ich, für Anfänger, ne? Novice. Match 8 Ball, machen wir mal. Free Play. Das ist ein Freeplay. Achso, das ist einfach nur so, ne? CPU-Demo. Dann könnt ihr gucken, wie, der, wie, die, wie die spielt. Ich muss immer Best of 3 machen, okay. Dann machen wir mal 9 Ball oder UK 8 Ball. Ich habe keine Ahnung, was was ist. So, Metal Type 7 haben wir. Versus CPU Best of 3. Und ich habe einen anderen Tisch, ne? Options lassen wir alles so. Q habe ich auf Novice. Was war da? Resign Frame, okay. Und dann machen wir einfach mal Start. So. Okay, das sind andere Kugeln. Aha. So, der Tisch hat ja sich geändert. Nicht wirklich, ne, oder? Komm, machen wir einen anderen Tisch. Wir machen mal Base Type 5. So, Match. Aber der Tisch. Also irgendwie ändert sich der Tisch nicht, ne? Okay. Guck mal, Leute, mit bunten Kugeln. Oder rote und gelbe Kugeln. Ist das wieder hier Level 20? Es ist immer CPU Level 20, ne? Warum kann ich das denn nicht umstellen? Das verstehe ich nicht. Okay. So, darf ich? Was habe ich denn? Was Two Shoots? Was, welche Farben habe ich denn? Ist egal? Ich darf alles spielen? Was ist das denn? Kenne ich nicht. Ich kenne. Was ist das denn? Ach, guck mal, Leute, jetzt habe ich hier die Kugel. Die darf ich jetzt hier versetzen. Hä? Aber das ist ein bisschen an Ruckeln hier, das funktioniert nicht so wirklich, ne? Das war komisch. Guck mal, Leute, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt zieht der so ein bisschen nach, ne? Du musst aus wie Pac-Man mit den zwei Augen da. So, ich mach einfach so, komm, ist egal. So, nee, so rum. Aber ich habe mal einen Kö. Guck mal, Leute, das hat funktioniert. Aber das mit dem Tisch habe ich nie gerafft. Okay. Habe ich was Gutes gemacht? Habe ich was Gutes gemacht? Habe ich nichts Gutes gemacht, ne? Ne, Scheiß. Ja, das ist dann UK 8 Ball. Nice going. Ich darf nochmal, okay, warum weiß ich nicht. Ich kenne die Regeln nicht für UK 8 Ball. Ist egal, ich pülle da einfach mal rein.
Ah, ganz da. Viele Kugeln? Was denn, Fault? Ich habe da ganz viele bunte Kugeln versenkt. Reds und Yellows. Jetzt stehen die Farben da. Ja, toll. Player 2. Foul. Ja, der hat sofort dann die... die 8. Ja, das Ding lässt mich echt so ein bisschen zwiespältig hier zurück, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Player 1. So, was habe ich jetzt? 2 Shoots und ich habe die roten. Okay, ich habe die roten. Aber das mit dem Snap-Turn ist doch scheiße, Leute, ehrlich. So. Ja, wieso nimmt er die rote denn da hinten nicht? So, jetzt aber. Wow, ist der geflogen. So, komm, der kann... Was denn? Ach, darf ich denn trotzdem nochmal? Weil da steht ja 2 Shoots, ne? Die Kugel ist weg. Player 2. Ja, Player 2. Zack. Ja, wie gesagt, das ist so ein 50-50-Spiel, ne? Irgendwie cool und irgendwie fehlt ein bisschen was. Warum spielt... Achso, der hat ja die gelben, ne? Okay, alles gut. Aber wir haben nicht aufgepasst. So, wie tief kann ich eigentlich runtergehen hier? Okay, ich kann mir das hier so richtig so... Also von so ganz nah sieht das richtig cool aus mit den Kugeln. So. Was haben wir? Boah, ist das still hier. Player 1. Okay, ich habe die roten. Ne, ich muss noch mal gucken. Ich habe schon wieder vergessen, Leute. Ja, ich werde auch nicht mehr so... Ich bin, werde auch nicht mehr jünger, ne? So. So, das könnte passen. Oder auch nicht. Ja. Nee, passt nicht. Leider. Okay. Player 2. Ja, Player 2, mach mal. Zack. 2-2, obwohl ich spiele so beschissen und trotzdem habe ich hier eine Chance, ne? Okay, jetzt muss er die eine gelbe noch und dann die schwarze 8. So. Okay. So, die müsste ich ja eigentlich schaffen da oben jetzt, ne? Die rote. Gucken wir mal. Okay. So. Darf ich? Player 1. Ne, das möchte ich nicht. Okay, machen wir das. Was habe ich gemacht? Ich habe die schwarze 8, ich habe verloren, ne? Ach, scheiß. Scheiß. Player 2. Was? Ich habe nicht verloren. Guck mal, Leute, das ist ja cool. Das finde ich geil. Dann spiele ich jetzt öfters UK 8 Ball. Da kann man ruhig die schwarze 8 versenken, verliert man gar nicht. Das ist geil. Das gefällt mir. Das ist super. Wieso darf ich jetzt zweimal? Hallo? Ja, mach mal. So, schön, super. So, jetzt habe ich, ne? Okay. Player 1. Ja, ich... Ach, scheiße, falsch rum. So. Ah, ne, griff das. Ey, ich habe falsch gedrückt. Ne, ein bisschen mehr nach da, bitte. Also, es ist wirklich ein bisschen fuckelig. Also, das kenne ich von anderen Spielen ein bisschen besser. Weißt du, was ist das denn da? So, muss der die jetzt da rein donnern oder ist das egal? Player 2. Ja, ist egal. Okay, habe ich verloren. Gut, der CPU Level 20 hat mich mal wieder abgezogen. Player Glückwunsch natürlich. Nee. Player 2 braucht nichts mehr machen. So, dann haben wir noch 9 Ball, was immer das ist. Komm, wir machen einfach mal hier Start. Versus Me, das finde ich so geil. Da kann ich mit mir alleine spielen. Was können wir machen? Das mal. Player 1 to break. Player 1 to break. Heute spiele ich mit mir selber. So, Foul. Weiß ich nicht. So, und jetzt habe ich dann nochmal spielen. Das ist ja wieder CPU Level 0. Mhm. Player 2. Da, wieso steht da CPU Level und ich spiele jetzt mit mir selber? Hallo? Was ist das? Okay, ach so, ich habe die Grifftaste gedrückt. Was muss ich da machen? Okay. Ist das die schwarze 8 da hinten? Ja, ne? Aber der zeigt die ja an, ne? Dass ich die da spielen darf sollen. Ich mache das einfach, Leute. So, wenn das Spiel mir sagt, das darf ich nicht, dann mache ich das. Nee, ich mache das nicht. Das ist ja die schwarze 8. Fault. Man muss echt sehr schnell den Kühl wegnehmen und die Kugeln, die sind unheimlich rattenschnell. Also ich glaube nicht, dass das physikalisch korrekt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist irgendwie komisch. So, also ich habe jetzt hier mit mir selber gespielt, ne? Versus Me.
FreePlay versus CPU, wo ich immer noch nicht einstellen kann, wie stark. So, Best of 5, Best of 7, Best of 3. So, dann machen wir natürlich nochmal, machen wir jetzt hier Roll und dann machen wir Type. Ah, jetzt tut sich was, guck mal, Leute. Warum hat sich, ach, da tut sich nur hier drumherum was, seht ihr das? Okay. Was machen wir mal, Metal. Ach so, das ist das Metall hier, die Ecken, guck mal, Leute. Die könnt ihr einstellen. Und den Bass, das müsste jetzt, was ist das denn? Da tut sich nichts. Wird es fett? Ah, da, das ist die Fläche. Könnt ihr auch einstellen, ne? Guckt mal. Boah, das ist aber ein grelles Grün. Aber irgendwie hat das was, ne? Das ist ja Giftgrün. Dann machen wir mal ein Artix-Kö. Snooker. So, jetzt gucken wir nochmal kurz in Snooker, aber da kenne ich die Regeln nicht, Leute. So, das ist Snooker. Play one to break. Jetzt darf ich anfangen, wenn ich keine Ahnung habe, was ich hier machen muss. You can move the Köball, will ich gar nicht. Okay, oder? Ja, Mama. Okay, so, zack. So, ich habe keine Ahnung. Was muss ich jetzt denn hier spielen, Leute? Die Dicken da hinten. Nee, da möchte ich nochmal den Ball moven hier. Darf ich nochmal? Das hängt, ne? Seht ihr? So. Okay. Ist egal, ich hau da jetzt einfach mal rein. Ich habe ganz viel durcheinander gemacht hier. Und wie gesagt, ich kenne die Snooker-Regeln nicht, überhaupt nicht. Also snookern könnt ihr auch, aber ich meine, der Tisch ist größer bei Snooker, ne? Und das ändert sich jetzt hier gar nicht. Also die Tischgröße bleibt komplett gleich, ne? Also ich meine, das wäre größer bei Snooker, der Tisch. Darf ich? Die Roten soll ich spielen? Oh, ich hau hier Rote rein. Da sind ganz viele, guck mal, Leute. Das sollte ich ja wohl irgendwie hinbekommen, ne? Okay, ich habe nichts geschafft. Ja, es lässt mich wirklich sehr, sehr, ja, Player two. Mietig zurück, sag ich mal so. Ne? Also irgendwie hat es was. Ne? Es ist jetzt wirklich jetzt keine Graupe oder so. Ne? Aber es fehlt so ein bisschen echt Feinschliff, Feintuning, ne, finde ich. Der hat irgendwie so eine Schwarze versenkt. Du hast mir nur die Roten angezeigt gerade. Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ehrlich. Das ist wieder rausgekommen. Hä? Ja, ich kenne, wie gesagt, die Snooker-Regeln nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist dann halt, wie heißt das? Quaist 2. Ich nenne das einfach mal Quaist 2. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und ja, ne, wie gesagt, Optionsmenü für Local Play, Optionsmenü für Online Play, wo leider keiner da ist. Ne? Chat, New Room, Stop Chat, Kick User. Also ihr könnt sogar jemanden kicken. Das ist das Spiel. Ja, für einen Zehner müsst ihr wirklich ein bisschen selber entscheiden. Also wie gesagt, wenn ich mich bewege, dann ist alles ein bisschen unruhig. Also es zieht alles so ein bisschen nach, finde ich ein bisschen schade eigentlich. Und kein Smooth Turn. Also das sind so zwei so Sachen, die fehlen so ein bisschen. Physikalisch müsst ihr das echt selber entscheiden, weil die Kugeln, die sind teilweise echt rattenschnell, wenn ich hier richtig Power gebe. Da steht übrigens was, guck mal. Aha, aha, aha. Okay, ich glaube, das ist der Entwickler, ne? Oder so, ich weiß es nicht. Ja. Dann würde ich sagen, ich gehe raus aus der Billardbude hier. Wir sehen uns gleich noch zum Fazit. Bleibt mal ganz kurz dran, Leute. Bis gleich. Ich habe, glaube ich, im Video schon genug gesagt, was mich stört. Und dass es im Kern eigentlich nicht schlecht ist. Aber es ist leider auch nicht gut. Es ist irgendwas dazwischen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wenn die Bälle rollen, dann sieht es gut aus. Bälle, ich sage immer Bälle. Kugeln meine ich, Leute. Wenn die Kugeln rollen, dann sieht es sogar gut aus, obwohl sie sehr, sehr schnell unterwegs sind. Also ich weiß nicht, ob das physikalisch alles so korrekt ist. Wenn ich mich dann bewege über den Thumbstick, dann zieht alles nach Tisch und Kugeln. Und das finde ich dann wirklich nicht mehr schön, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Die CPU ist immer auf Level 20, also ich habe keine Option gefunden, die runter zu regulieren, wenn sie mir zu schwer sein sollte. Sollte da irgendwo noch eine Option sein, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ich habe sie nicht gefunden. Ja, es macht irgendwo Laune, ja, das habe ich ja auch im Video gesagt. Es ist von der Basis, vom Kern ist es echt nicht verkehrt, nur es fühlt sich wirklich sehr, sehr unrund an. Es gibt keinen Smooth Turn,
Das Billard selber fühlt sich so ein bisschen fuppelig an. Das habe ich auch schon ein bisschen besser erlebt. Ja, also da muss man noch mal ein bisschen an den Schrauben drehen. Dann könnte das sogar was werden. Und natürlich, wie gesagt, das Ganze muss ein bisschen smoother laufen, wenn ich mich bewege, weil das tut es einfach nicht. Also es wirkt so ein bisschen hölzern, muss ich sagen. Beim Snooker ist mir aufgefallen, welches ich eigentlich nicht kenne, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Regeln her. Aber ich meine, der Tisch wäre größer bei Snooker. Hier bei diesem Spiel ändert sich gar nichts. Der Tisch bleibt genau gleich groß, also wie beim Poolbillard. Weiß ich nicht. Das Radio finde ich ganz witzig, obwohl ich da jetzt irgendwie nur durch Zufall irgendwelche Sender bekomme, wenn ich da rumdrücke. Habt ihr gehört, da war sogar Werbung. Ne? Ist natürlich nicht gesponsert hier das Video, gar keine Frage, das war Zufall. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung zu diesem Pool-Billiard-Snooker-Spiel. Schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Kommentare werden natürlich von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Jetzt würde ich mich natürlich nur über ein Däumchen freuen, auch wenn ich absolut mies gespielt habe gegen die CPU, das muss ich ja gestehen. Aber ich habe trotzdem irgendwie eine Runde gewonnen, meine ich, ne? Ja, und ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, dann macht es doch gerne jetzt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Ganz zum Schluss, wie immer, mein Discord-Server mit derzeit über 290 VR-Usern aus der Community. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, täglichen Daily Deal der Quest, sämtliche Applet-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Dann hier zu meiner Seite findet ihr eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch, wenn ihr Lust habt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schönen Abend, schöne Woche wünsche ich euch, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und ihr wisst schon, bis zum nächsten Video. Da sehen wir uns wieder, euer Sascha.